Im Dialog Aufsatzbinderdach im Register Dachkasten können Sie für das markierte Dach in der Grundeinstellung für alle zukünftigen Dächer des gleichen Dachtyps die Ausführung des Dachkasten konfigurieren. Das Vorhandensein selbst hängt an der Konstruktion Aufsatzbinderdach und ist somit nicht separat steuerbar. Sie können festlegen, ob der Dachkasten den Startpunkt innen oder außen hat. Gleiches gilt für den Endpunkt. Beim Startpunkt innen bedeutet es, dass ohne Ortgangüberstand der Dachkasten beginnt und endet. Beim Start- oder Endpunkt außen heißt es, dass die letzte Dachkante, also inklusive Überstand, genommen wird. Die klassische Variante ist Startpunkt innen. Schauen wir uns das in der 3D an. Wir sehen, der Dachkasten hört an der Wandaußenkante auf. Ändern wir die Einstellung auf Dachkasten außen. So sehen wir, dass der Dachkasten erst mit der Dachkante aufhört, das heißt also ebenfalls im Ortgang Überstandsbereich zu sehen ist. Beachten Sie beim Höhenversatz des Dachkastens beim Aufsatzbinderdach, dass dieser im Plus nach oben geht. Sollten Sie also hier einen positiven Wert eingeben, so wird Ihnen der Dialog das Bestätigen mit OK verweigern. Das heißt also, wenn der Dachkasten hier nach unten abgehangen wird, so darf der eingegebene Wert über das Vorzeichen Minus verfügen. In der 3D sehen wir, dass der Dachkasten entsprechend noch einmal an der Unterkante des Sparrens nach unten mit einem Stirnbrett verlängert wird.